So, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal Glückwunsch, wer gestern diesen Trade hier mitgenommen hat oder im Laufe der Nacht. Ich habe es ja gestern in der Telegram-Gruppe gepostet. Es wäre für mich der nächste Long-Einstieg gewesen. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich bilde mal an, ich habe es gestern gesagt, dass ich hier oben dann meine Position erstmal geschlossen habe, nachdem wir hier über die 2, 3 und 4 Stunden Supply nicht drüber gekommen sind. Dann habe ich ja, das habe ich auf jeden Fall safe gepostet, dass ich dann gesagt habe, okay, für mich wäre der nächste Long-Einstieg hier ungefähr bei. Wartet mal, 48.900 rum, weil da noch eine 1 Stunden oder 2 Stunden Demand war. Auf jeden Fall, wir sind da ein bisschen drunter. Hab ich auch jedenfalls gesagt, dass ich meinen Stop-Loss erstmal auf 48.100 rumsetze, weil wir da dann im 1-Stunden-Chart, ich kann es mal ganz kurz zeigen, hier noch den 200 MA hatten im 1-Stunden-Chart. Das wäre dann die letzte Unterstützung gewesen, was eigentlich auch wichtig gewesen wäre. Wir hatten hier immer starke Abverkäufe. Und haben den auch öfters als Support genutzt. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, wir gehen hier nochmal runter, nehmen den als Support und gehen dann deutlich hoch. Sind dann in dieser kleinen 1-Stunden-Demand-Zone gebounced. Die hat der Markus gestern entdeckt, die ist mir gar nicht so aufgefallen direkt, weil ich auch ehrlich gesagt hab gedacht habe, dass wir da einfach durchfallen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen nice Bounce gesehen, die 4-Stunden-Candle. Ich gehe jetzt wieder kurz in den 4-Stunden-Chart. Wurde auch extrem aufverkauft. Wir sehen hier Langer doch nach unten und haben dann die noch grün geschlossen. Sehr wichtig. Bullisches Zeichen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich habe da jetzt vorhin gepostet. 10% habe ich schon mal rausgenommen, nachdem jetzt da etwas Konsolidierung eingesetzt hat. Wir haben weiterhin hier oben diese 2, 3 und 4 Stunden Supply als Widerstand. Haben jetzt auch im 2-Stunden-Chart auch nochmal neuen Widerstand da oben gebildet. Jetzt geht es halt darum, okay, wir müssen hier auf jeden Fall drüber. Wir müssen hier drüber, wir müssen über die 6 Stunden Supply. Und in unser Golden Pocket hier in der Area auf jeden Fall. Momentan auf jeden Fall, was wichtig ist, dass wir hier dieses letzte Hoch bei ungefähr 50.500 US-Dollar rausnehmen, bevor wir weiter steigen können. Ich habe jetzt gerade mal im Bybit-Chart geschaut, beziehungsweise die Funding Rates nehmen momentan ordentlich zu. Wir hatten jetzt bei Bybit 0,05 circa. Ist auf jeden Fall ordentlich angezogen. Das heißt, die Longs nehmen zu, die Shorts nehmen ab. Ist auf jeden Fall mal so ein kleines skeptisches Zeichen, wo man achten sollte, okay, wir könnten jetzt langsam wirklich in eine kritische Phase kommen. Wie gesagt, ich bin weiter davon überzeugt, dass wir weiterhin Richtung 52.700, das war ja auch das Preisziel von unserem Symmetrical Triangle hier oben in Richtung R1, dass wir da auf jeden Fall noch, oder ich vermute jetzt übers Wochenende hinkommen, am Wochenende sowieso, Volumen nimmt ab, die ganzen Großinvestoren sind raus. Da braucht man nicht viel, um den Kurs zu bewegen. Heißt, wir könnten hier natürlich auch locker, easy wahrscheinlich durch. Hier oben dann eine Rejection stehen und dann runter. Herr Markus hat auch gestern oder heute Morgen nochmal ein neues Elliott Waves Muster, sage ich mal, oder Analyse reingestellt. Ich sag's jetzt mal so, sorry Markus, wenn ich das falsch erkläre. Auf jeden Fall, die Chance ist immer noch da, dass wir Richtung 36.000 fallen, beziehungsweise Richtung 40.000. Ist aber jetzt immer noch zu früh. Momentan sieht das alles noch relativ gut aus. Wir sind jetzt momentan ungefähr bei 49.400, konsolidieren etwas, viel Volumen ist jetzt nicht im Markt, wobei dieses Kaufvolumen da gestern auf jeden Fall ordentlich war. Support Zone auf jeden Fall, die nächsten wären dann hier unten bei 47.000, falls wir jetzt abfallen sollten. Und bei dieser kleinen 1-Stunden-Demand-Zone, die ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht mehr so als extrem stark ansehe, weil wir hatten eine starke Reaktion. Ob wir da nochmal dann wirklich so bouncen sollten, ist dann fraglich. Dann nochmal kurz im RSI im 4-Stunden-Chart. Wir sind gestern kurz über die gelbe Widerstandslinie drüber gedippt, sage ich mal. Sind dann jetzt wieder deutlich runtergefallen. Jetzt wird es interessant, ob wir das halten können. Ich kann jetzt auch mal in den Daily-Chart kurz reinschauen. Hatten wir immer noch diese Bearish Divergence? Ich weiß, wir sind jetzt ziemlich lange seitwärts gegangen. Da hat der RSI auch ein bisschen auf 53 korrigiert. Sind mittlerweile wiederum hier im Bereich der 60. Müssen wir mal schauen, falls wir jetzt nochmal ein neueres Hoch bilden sollten, ist die Divergence natürlich noch stärker. Also wir müssten hier eigentlich über das letzte Hoch, damit die invalide wird. Müssen wir jetzt auf jeden Fall mal schauen. Genau, dann würde ich sagen, Ethereum tut sich auch nicht viel. Relative Konsolidierung hier. Unser Preisziel, habe ich ja gestern gesagt, haben wir erreicht von dem Uptrend-Kanal. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir hatten hier noch einen ehemaligen gelben Uptrend-Kanal. Hier sind wir auch rejected worden. Also das ist mir heute früh jetzt erst aufgefallen. Würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob wir da jetzt wirklich durchkommen, dass wir nochmal einen letzten Push hier oben Richtung 4000 ungefähr sehen. Vielleicht jetzt übers Wochenende und dann auch einen Abverkauf erleben. Aber es ist wirklich alles noch zu früh. Der RSI war ziemlich hoch bei Ethereum, auch in Richtung 80er Region. Sind immer noch über 70, also das heißt übergekauft.
Aber momentan noch keine richtigen Anzeichen einer Korrektur. Die Altcoins pumpen wie blöd. Gehe ich jetzt auch gleich nochmal drauf ein. Wir hatten teilweise gestern Altcoins, die 50, 60% gepumpt sind. Ich glaube, Rump habe ich gestern in die Gruppe gepostet, waren innerhalb von einer Stunde 50%. Also es geht ordentlich ab. Das sind aber auch immer so Zeichen, wo ich ein wenig stutzig werde, dass das teilweise dann vielleicht nicht mehr lange anhalten kann. Klar, wenn wir jetzt komplett in FOMO verfallen würden, ist das völlig normal, aber die Zeit dafür ist, finde ich, noch nicht wirklich gekommen. So, wie gesagt, also Ethereum tut sich nicht viel. Klar, wir könnten hier nochmal einen Retest erleben Richtung 3500 von dem Uptrend-Kanal, nochmal einen Bounce sehen. Dann wiederum müssten wir darauf achten, ob wir nicht einen Doppeltop bilden. So, dann habe ich ja gestern euch mitgeteilt, ich habe eine IOTA- und Cardano-Analyse geschrieben. IOTA komplett eingetroffen. Wir hatten noch hier diesen kleinen Widerstand, das sieht man ganz gut. Habe ich geschrieben, wenn wir da rüberkommen, kann es ganz schnell gehen. Ja, und was war jetzt heute Morgen? Ich glaube 1,65, 1,68. Und da hatten wir die erste Zurückweisung, muss man sozusagen. Habe ich auch hier unten geschrieben, 1,65 fängt der nächste signifikante Widerstand an. Also weiß nicht, wer danach getradet hat. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Profite wiederum nehmen, Stop-Loss spätestens jetzt auf jeden Fall in Gewinn oder auf Einstieg, wie ihr das möchtet. Auf jeden Fall sind Gewinne wichtig. Ich kann es auch jetzt nochmal im Chart zeigen. Gucken wir doch mal rein. IOTA. Sieht man deutlich, ist gestern komplett abgegangen. Wir hatten hier das Breakout aus dem Symmetrical Triangle, hatten einen kleinen Retest hier mit der, ich bin jetzt gerade im 6-Stunden-Chart, ich kann mal in den 2-Stunden-Chart, sieht man es vielleicht besser, genau. Sind hier ein bisschen über der Widerstandslinie konsolidiert, beziehungsweise über der Neckline, sind dann über unseren Widerstand hier komplett ausgebrochen. Kleine Reaktion hier nochmal und dann komplett gepumpt auf ja, 1,68 rum ungefähr. Also auf jeden Fall Bombe. Das Preisziel vom Symmetrical Triangle lag bei ungefähr 1,42 $. Komplett übertroffen. Glückwunsch auf jeden Fall, wer es mitgenommen hat. Genau, dann würde ich sagen, war es das auch wieder. Wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock habt, in den Discord-Channel. Der Discord-Channel wächst weiterhin. Da kommen immer mehr PDF-Dateien, neue Erklärungen etc. Auch für Anfänger habe ich auf jeden Fall gelesen. Hilft auf jeden Fall vielen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal einen guten Start ins Wochenende. Klar, wir haben jetzt erst früh morgens, jeder muss wahrscheinlich noch arbeiten, ich auch. Aber wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende. Morgen früh weiß ich noch nicht, ob ich ein neues Update-Video raushauen kann, weil ich jetzt heute Abend auch erstmal unterwegs bin. Aber auf jeden Fall, ich denke, mittags werde ich es auf jeden Fall schaffen, dann nochmal ein Update-Video rauszuhauen. Dann wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Like da lassen, Abo da lassen, wie ihr Bock habt, würde mich auf jeden Fall freuen. Und auf jeden Fall danke für die riesen Unterstützung in den letzten Wochen. Lasst uns gemeinsam einfach wachsen und eine coole Community werden. Also dann würde ich sagen, bis morgen und stay crypto.